Bin mal ganz ehrlich, ich habe echt geschluckt. Eine Messe, die sich 40 plus nennt. Ja, bin ich jetzt schon alt oder was? Brauche ich ein Handy mit so großen Tasten? 40 plus, da fühle ich mich auf einen Schlag schlecht. Dann aber habe ich nachgelesen, worum es eigentlich geht. Zum Beispiel um Sport, Ernährung und Wellness. Das passt dann doch. Markus Groß zeigt uns, was es dort zu sehen gibt. Mit 40 plus endlich Zeit, sich das Leben noch schöner und angenehmer zu machen. Und wie das geht, das zeigen die Veranstalter in den Frankfurter Messehallen. Schließlich ist es nie zu spät, mal was Neues auszuprobieren. Doch wohin nur mit Zeit und Geld? Auf der Messe kann man sich jede Menge Anregungen holen und ganz viel ausprobieren. Wir sind gerade erst gekommen. Das ist die erste Halle. Aber wollten gleich mitmachen, weil wir hier dieses Punktespiel haben. Und ja. Gleich ran ans Gerät. In drei Messehallen können die Besucher auf Entdeckungstour gehen, zu Fuß oder mit dem Elektrofahrrad. Das Thema Gesundheit ist ein Schwerpunkt, auf den auch immer mehr Menschen im Alltag achten. Ich fahre häufig zur Arbeit mit dem Rad. Und das ist in meinem Alter dann schon mitunter bei Gegenwind so ein bisschen anstrengend. Und das hat mich eben sehr beeindruckt. Das ist also doch eine ganz erhebliche Erleichterung. Auch die Themen Freizeit und Reisen spielen auf der Messe eine wichtige Rolle. So konnte man beispielsweise eine virtuelle Kreuzfahrt machen. Auch rund um das Thema Eigenheim konnten sich die Besucher informieren. 65 regionale Aussteller haben die Veranstalter nach Frankfurt geholt. Ich war überrascht eigentlich über die Vielseitigkeit des Angebotes. Man hatte die Möglichkeit, sich wirklich überall zu informieren. Es war angenehm. Von daher habe ich eigentlich den Besucherstrom jetzt irgendwo eher als positiv empfunden, auch wenn die Aussteller gesagt haben, wäre schön, wenn noch ein paar Leute kommen würden. Auch morgen können sich die Besucher den ganzen Tag in den Messehallen inspirieren lassen.